Ja, und damit zurück zu einer neuen Folge nicht Clash of Clans. Ja, erstmal, bevor, ja, was wäre ein Abo-Special ohne Clash of Clans? Das wäre wohl nichts. Gucken wir gleich mal rein. Davor, das ist die Überraschung, die ich gemacht habe. Und zwar, das soll ein YouTube Awards sein, habe ich selber gemacht. Ja, mit was ist egal. Es soll jetzt nicht danach gehen, wie der aussieht oder so. Nein, das ist einfach nur zum Spaß, habe ich das gemacht. Da steht Congratulations to your community. Was zu Deutsch heißt, Glückwunsch zu ihrer Community. Warum habe ich das aufgeschrieben und nicht 100 Abonnenten? Nun ja, 100 Abonnenten, da schreibt jeder, sage ich mal, auf. Und das wäre ein bisschen langweilig, wenn ich das auch machen würde. Könnte ich machen? Ja. Könnte ich es im Nachhinein noch machen? Ja. Aber ich denke mal, habe ich nicht vor. Ich habe extra Community so einen Satz hingeschrieben, weil mir doch die Community sehr wichtig ist. Mir macht es einfach Spaß, Videos zu machen, die euch gefallen und mit euch, sage ich mal, zu unterhalten, zu schreiben, zu wissen, dass euch das gefällt, was ich mache. Das ist einfach für mich mehr wert als, sag ich mal, irgendeine Abonnentenzahl. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in Clash of Clans. Kurzer Cut. Bis gleich. So, zurück, heimgekehrt ins Clash-Dorf. Was haben wir heute noch vor? Nun ja, Angriff machen, denn wir haben ja das Ereignis noch laufen mit dem Bowler und ich habe ja gerade Bowler ausgebildet, dann passt das doch. Was haben wir noch? Oh, neues Ereignis. Ja, werden wir nicht machen. Und danke für den Wutzauber. Vielen Dank. Ja, Bowl-Ereignis, das werden wir noch ein bisschen weitermachen. Sonderangebote werden wir uns von nichts kaufen. Genau, wenn du mitmachen würdest, würde uns und auch mir persönlich das sehr gut gefallen, denn wir könnten dich als Rathaus 9er gut gebrauchen. Bräuchten halt noch einen Elfer. Ja, der vorige 9er, der ist irgendwie abgedriftet, keine Ahnung wohin. Der ist einfach aus dem Discord-Server rausgegangen und seitdem auch nicht mehr gemeldet. Was schade ist, es erwarten uns einfach nur Belohnungen und für uns, sag ich mal, als Clan, als Gemeinschaft ist das einfach nur eine Erfahrung. Es geht ja hauptsächlich nur um den Spaß. Das darf man nicht vergessen. Es geht ja nur um den Spaß und haben ein paar Truppen ausgebildet. Truppen bei uns sind soweit ready. Moment, ich will mal gucken, der Magier, wie lange baut. Ja, noch ein paar Sekunden. Und würde ich sagen, warten wir das nochmal kurz ab, spenden den. Ja, ansonsten. Ja, ach so, das Hindernis, genau das Hindernis. Das habe ich. Ich habe gestern eine Hindernisschaufel gekauft für 500 Juwelen und habe das verlassene Grab da hingeschoben. Ja, dann ist es halt nicht mehr so im Weg. Spenden den Magier. Und genau, Packer bilden wir noch aus. Ist am Ausbilden. Ja, Truppen sind soweit ready. Und würde ich sagen, kurzer Cut, mach einen Angriff. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen Gegner rausgesucht habe. Also kurzer Cut, bis gleich. Ja, Gegner ist jetzt rausgesucht. Den versuchen wir mal mitzunehmen. Problem ist halt, ich bin jetzt in Champion 1 und ja, naja, je höher man geht. Ah, meine Nase juckt. Je höher man geht, desto. Naja. Sag mal so, die Meinungen zu dem Loot spalten sich hier dermaßen. Mal findet man guten Loot, mal auch nicht so guten Loot. Der Loot hier, der geht. Ja, ich denke mal, wir werden nicht alles mitnehmen, aber komm, irgendwann ist der Faden geplatzt oder nicht geplatzt, gerissen, sagt man ja heutzutage. Der Faden ist durch, zerstört, dann müssen wir, oder zerschnitten, so kann man es auch sagen. Nehmen den einfach mal mit. Mal die Adlerartillerie friesen. Klambock hat da drin. Oh, diese Lakaien, Super Lakaien, ne? Die sind richtig übel. Auch im Clankrieg habe ich das oft schon gesehen gehabt. In der Klamburg und da, die haben richtig, machen die echt Schaden. Das glaubt man gar nicht. Ist aber auch so. Nun ja, ich hoffe, 2 Sterne, also einen Stern haben wir ja schon. Das Rad ist kaputt. Hoffen wir, dass wir den 2. Stern noch kriegen. Oh, meine Nase juckt, ey. Ah. Nein, ich habe keine Krätze. Nein, das habe ich nicht. Sag mal, gibt das wieder Regen? Heute Morgen, wo ich wach geworden bin, ich gucke aus dem Fenster, war bei uns leicht Schnee. Muss ich mal sagen. Ein bisschen Schnee war gewesen. Ja, gut, da hinten sehe ich gerade aus dem Fenster, ist auch schon wieder dunkel. Kann sein, dass es dann gleich wieder Regen gibt. Aber wir sind ja hier in Sicherheit im Haus. Hier kommt kein Ring rein, zum Glück. Adlerartillerie geht noch kaputt, das ist super. Genau, ein bisschen Elex noch schnappen. Und dann dürfte der Kampf auch zu Ende sein. Und zwar jetzt. Jetzt, so, jetzt. Ende, Loot, ja, gut, ist halt nicht ganz so viel.
Naja, man kann sich nicht beschweren. Spenden jetzt noch kurz die Päcker an Ayosha. Und dann würde ich sagen, sind wir langsam am Ende dieser Episode. Truppen sind ausgebildet. Klambo kann ich nicht mal anfordern. Können noch ein paar Sachen anfordern. Ja, einsammeln. Ja, Gold sammeln wir nicht ein. Nein, 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 nein. Sammeln wir nicht ein. Wie gesagt, sind wir am Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Clash of Clans wieder.